Waltraud Finkel leidet unter Bluthochdruck. Doch das Medikament, das sie seit über 25 Jahren nimmt, kann seit Wochen nicht geliefert werden. Sie versucht es noch einmal in der Apotheke ihres Neffen in Worms. Ja, dein Clonidin ist leider immer noch nicht lieferbar und wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Mein Bluthochdruck wurde 2000 festgestellt. Da ist mein Vater gestorben und anscheinend durch die Umstände. Und es war also ganz schwierig, die Einstellung. Ich muss also morgens 2 Medikamente nehmen und abends noch mal 2. Alles verschiedene Blutdrucksenker. So, Walter, da wollen wir mal einen Blutdruck testen. Komm mal mit. Okay, mach mal. Ab Mitte August sollte ihr Medikament eigentlich wieder geliefert werden. Doch es kam nicht. Apotheker Gerald Hahnbuch hat sich direkt international umgehört. Doch das Medikament für seine Tante wird nur noch in den USA verkauft. Waltraud Finkel muss sich jetzt umstellen auf ein anderes Medikament. Und das dauert mehrere Wochen. Da geht gleich mein Blutdruck hoch vor Aufregung. Ja, das ist alles nicht einfach. Ne? Ich habe einen Plan. Sie hat meinen Plan. Also es ist kompliziert. Es geht über bestimmt 4 Wochen. Für Medikamente mit Lieferengpässen gibt es eine sogenannte gelbe Liste, die anzeigt, bei welchen Medikamenten es zeitnah Probleme geben wird. Dass das Medikament seiner Tante gar nicht mehr in Deutschland produziert wird, wurde dem Apotheker dort aber nicht angezeigt. Dass es nicht mehr bestellbar ist und im deutschen Markt nicht mehr produziert wird, sehe ich überhaupt nicht. Die Information habe ich witzigerweise von meiner Tante bekommen, ja, die Firma angeschrieben hat, weil sie auf das Medikament angewiesen ist. Und das ist umso trauriger, dass die Fachkreise, sprich wir in der Apotheke, überhaupt nicht die Information bekommen. Darüber sprechen wir später noch mit dem Hersteller des Medikaments Ratiopharm Teva. Es gibt noch weitere Medikamente, bei denen es derzeit Probleme gibt. Vereinzelte Antibiotika, Diabetesmedikamente und Kochsalzlösung. Kochsalzlösung wird vor allem in Krankenhäusern verwendet. Wir recherchieren, besteht bei Kochsalzlösungen ein solches Problem? Die größeren Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, wie etwa in Koblenz, sagen uns: Wir können bestätigen, dass wir Lieferschwierigkeiten für Kochsalzspüllösungen, Kochsalzinfusionslösungen und Wasserinfusionslösungen haben und uns ein Mangel bevorstand. Mit unserer Einkaufsgemeinschaft mussten wir uns dafür an den internationalen Markt wenden. Dies ist mit erheblich teureren Kosten verbunden. Aber warum besteht das Problem überhaupt? Wir fragen beim Bundesgesundheitsministerium nach. Das erklärt schriftlich: In diesem Fall kam es zu Lieferengpässen, weil das Werk eines der größten Hersteller dieses Produkts ausgefallen ist. Deswegen musste die Abgabe von Kochsalzlösungen vorübergehend auf 80% kontingentiert werden. Also zurückgefahren. Man wolle das Problem zügig beheben, verspricht uns das Ministerium. Wenigstens beim Fiebersaft für Kinder werde es dieses Jahr wohl keinen Mangel geben, sagt Apotheker Hahnbuch aus Worms. Für ihn müsste einiges anders laufen. Rechtzeitige Information der Firmen, wo es ein Mangel entstehen könnte. Allerdings ist natürlich dann die Situation so, dass so Apotheken wie ich mich dann bevorrate, vielleicht andere Apotheken da nicht mehr ausreichend bekommen. Aber grundsätzlich ist natürlich auch diese Variante von mir keine Lösung auf Dauer, weil sich das Problem nur verlagert. Waltraud Finkel hat es gestört, dass ihr Medikament im August noch immer nicht lieferbar war. Deshalb hat sie den Hersteller Ratiopharm Teva direkt angeschrieben. Und was war die Antwort? Und als Antwort kam: Aus wirtschaftlichen Gründen wird es in Deutschland nicht mehr vertrieben. Und es war ein richtiger Schock, muss ich sagen. Jetzt bekommt sie ein Ersatzpräparat verschrieben. Nur da ist noch nicht sicher, ob sie das auch verträgt. Erstens mal ist es ja schwierig, alle paar Stunden dran zu denken. Und vor allen Dingen, ich habe Bedenken, dass es also trotzdem mein Blutdruck so hoch geht. Wie kann das sein? Weshalb wird dieses Medikament nicht mehr in Deutschland produziert und verkauft? Dazu haben wir mit dem Vorsitzenden von Ratiopharm Teva Deutschland gesprochen. Wir hatten das nie bei uns produziert, sondern wir haben das von einem dritten Hersteller, einem deutschen Hersteller bezogen. Und der hat die Produktion jetzt gestoppt, weil es einfach nicht mehr lukrativ für ihn ist, nicht mehr Sinn macht. Es sind kleine Volumina, der Prozess ist anfällig und der Ertrag ist sehr niedrig. Und deswegen hat er es gestoppt. Andreas Burkhardt fordert von der Politik, die Medikamentenpreise allgemein in Deutschland zu erhöhen, um den Markt für Lieferanten wieder attraktiver zu machen. Ist die Preiserhöhung die Lösung? Das wollten wir von der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin wissen. Sie will sich dafür einsetzen, dass wieder mehr in Deutschland produziert wird.
Und dazu ist es natürlich wichtig, beispielsweise mit den Kommunen zusammenzuarbeiten, um entsprechende Flächen für Gewerbe und Industrie zur Verfügung zu stellen. Experten sagen uns, das Problem habe keine einzelne Lösung, sondern mehrere. Medikamentenpreise erhöhen, priorisieren auf einzelne Medikamente, wo Mangel ist, und mehr in Deutschland produzieren. Der Medikamentenmangel bleibt also ein komplexes Problem, auch wenn es bei einigen Medikamenten Entspannung gibt. Die Politik ist gefragt, langfristigere Lösungen zu finden, aber auch solche, die akut helfen.